Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tutorial für Company of Heroes 2. In diesem Video soll es um die russische Fraktion gehen. Eigentlich hätte dieses Video an erster Stelle kommen müssen, vor dem deutschen Video, denn meiner Meinung nach spielen sich die Russen für den Anfänger in COH 2 wesentlich einfacher. Es gibt nämlich gravierende Unterschiede zwischen den Deutschen und den Sowjets. Die liegen ganz besonders im frühen Spiel, also im Early Game. Da sind die Russen nämlich wesentlich stärker als die Deutschen, zumindest nach meinen bisherigen Erfahrungen. Und das liegt einfach daran, dass sie am Anfang wesentlich mehr Capping Power haben als die Deutschen und ihre Einheiten etwas schneller rausschmeißen können. Allgemein fahren die Russen drei Taktiken. Und zwar ist das Ganze etwas kompliziert bei den Russen. Ich versuche es mal so zu erklären. Am Anfang haben wir halt nur die Pios und können hier im Hauptquartier noch die Rekruteninfanterie rekrutieren, die wir auch als erste Einheit im Spiel für einen Standardaufbau wohlgemerkt nutzen wollen. Allerdings werdet ihr mit den Rekruten nicht weit kommen, denn sobald die Deutschen Panzergrenadiere bringen, sind eure Rekruten fast nutzlos. Es sei denn, sie werden mit PP-Chars abgegradet über einen Kommandanten oder so. Aber im Allgemeinen sind da die Rekruten sehr unterlegen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch in den meisten Fällen, ich prophezeie das euch, ihr werdet euch in den meisten Fällen für eine Doktrin entscheiden, die entweder Stoßtruppen beinhaltet oder Gardeschützeninfanterie. Ihr braucht also zwingend weitere Infanterie. Euch steht auch noch die Möglichkeit offen, im T1 Strafbataillone zu bauen. Die sind zwar auch ganz okay, aber die sind vielleicht einen Tick stärker als Grenadiere, kommen aber auch an die Panzergrenze in keinster Weise ran. Also ihr benötigt dann Stoßtruppen oder Gardeschützen. Der Haken bei der Sache ist allerdings, dass die Stoßtruppen sehr früh kommen. Also im besten Fall früher als der Gegner, als der Deutsche seine Panzergrenadiere hat. Und dann sind sie auch noch wesentlich stärker als die Panzergrenadiere. Also die Stoßtruppen sind mit PP-Char bewaffnet, auch im Squad von 6 Mann und haben einen sehr hohen Rüstungswert, weshalb sie schwer zu töten sind. Und das macht das letzten Endes das frühe Spiel der Russen sehr stark und kann nur sehr schwer gekontert werden. Selbst für einen erfahrenen deutschen Spieler ist es schwer, die Map Control am Anfang zu behalten. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich erkläre nochmal genau, wie das jetzt hier funktioniert mit dem Standardaufbau und wie das Spiel der Russen jetzt auch aussieht. Also das, was ich eben gesagt habe mit dem Early Game, ist halt der Charakter dieses Spiels. Dafür sind die Deutschen nachher im Late Game wesentlich stärker mit ihren Panzern. Also im Idealfall habt ihr auch mal Kommandanten dabei, die Panzer dabei haben. Allerdings müssen sich die Russen aufgrund der nötigen Infanterie, Stoßtruppen oder Gardetruppen schon sehr früh für eine Doktrin entscheiden. Es sei denn, ihr habt was dabei, das keine Sonderinfanterie beinhaltet, ist auch möglich. Erfordert allerdings ein gutes Micro der Infanterie und muss gut gespielt werden. Und das ist für einen Anfang, für Anfänger, für die das Tutorial ja hier ist, denen ist das eher abzuraten. Ja, also am Anfang habt ihr, wie der Deutsche, auch Pios und das Hauptquartier. Allerdings seid ihr nicht beschränkt im Bau der Gebäude, nicht ganz so stark zumindest wie die Deutschen. Ihr müsst also nicht in irgendwelche Kampfphasen wechseln, sondern habt stattdessen hier die Möglichkeit, euer Hauptquartier zu einem Feldkrankenhaus auszubauen, Molotows zu erforschen, auch ganz wichtig am Anfang des Spiels. Wann, erkläre ich euch gleich. Und Panzerabwehrgranaten sind auch wichtig. Also sowas wie Molotow und Panzerabwehrgranaten müssen die Deutschen nicht erforschen, denn die kriegen das mit ihren Grenadieren dazu geliefert. Auch ganz wichtig, diese Molos und die Panzerabwehrgranaten können nur von Rekruten geworfen werden, weshalb ihr diese beiden Sachen auch nur dann erforschen müsst, wenn ihr einen Standardaufbau spielt. Und das wird hier der Fall sein. Ihr habt also, den Vorteil mit dem Feldkrankenhaus. Das hat der Deutsche nicht. Der muss erst einen Bunker bauen und da den Heal reinsetzen. Sehe mein
anderes Tutorial zu den deutschen. Ja, und zudem haben wir, wie gesagt, im Hauptmenü die Möglichkeit, die Rekruteninfanterie-Trupps zu rekrutieren. Und das werden wir machen. Wir haben am Anfang genug Manpower, um hier zwei Rekruten zu rekrutieren. Und unsere Pioniere können gleich campen gehen. Jetzt ist das hier auch eine Map, die ist sehr klein. Also Russen profitieren von kleinen Maps, einfach weil sie mit ihrer Masse, die sie rausbringen, auf kleinen Maps sich wesentlich besser entfalten können. Ich gehe jetzt hier gleich auf meinen Cut-off, denn ich habe vor, hier oben das zu erobern. Noch dazu, jetzt wer jetzt nicht weiß, wie der Mehrspielermodus funktioniert, der gucke bitte in mein erstes Video zu den Deutschen. Da ist das alles am Anfang nochmal erklärt, wie funktioniert der Mehrspielermodus und so weiter und so fort. Tja, auf der Map mache ich es so, ich konzentriere mich zuerst nach unten mit den Rekruten. Das habe ich mir jetzt so in der letzten Zeit erarbeitet, das ist ganz gut. Hier unten kommt es dann meistens auch zum Feindkontakt, denn dieser Bereich hier unten in der Karte, um mal zu zeigen, der hier ist für den rechten Spieler ganz wichtig. Der rechte Spieler hat nämlich einen richtig ekligen Cut-off, und zwar diesen hier. Und also den. Und der ist, ja, der ist schlecht zu verteidigen, weil er halt gut erreichbar ist. So, jetzt habe ich drei Rekruten gebaut und danach wird der Molotow ausgegeben. Ja? So, ja, jetzt hier unten gekappt. Ich empfehle euch auch, möglichst nah an den Rand dieses Cap-Kreises zu gehen, um möglichst schnell die Position wechseln zu können, sobald ihr eingenommen habt. Siehe hier. Na gut, jetzt bin ich hier gerade im Micro beschäftigt. Aber wenn sie hier halt am Rand stehen, kommen sie schon wesentlich schneller weiter voran. Jo. Es gibt allerdings ein Problem bei Molotows und das zeige ich nachher auch gleich. So, mein Gegner macht es schon sehr gut. Er geht mit seinen Pionieren direkt an meinen Cut-off. Deswegen gehe ich mit den Truppen, mit dem dritten Infanterietrupp, mit dem ich eigentlich in die Mitte gehen wollte, jetzt hoch. Und dann kommt auch der vierte Rekrut. Also einen Rekruten-Spam nennt man das, wenn man also so möglichst viele Rekruten am Anfang raushaut, um den Gegner die Map-Control zu entreißen. Oder beziehungsweise ihn daran zu hindern, die Map-Control überhaupt erst zu erlangen. Indem man ihm zuvorkommt. So, wie gesagt, hier unten kommt es jetzt zum Feindkontakt. Also, ihr seht, die Rekruten sind zwar in einem Trupp zu sechst. Jetzt kommt der Molotow. Hat den Nachteil. Konnte man jetzt vielleicht nicht sehen. Sehen wir gleich nochmal. Sehen wir garantiert nochmal. Die haben einen niedrigen Rüstungswert als die Grenadiere. Aber sind halt mehr Leute. Und zieht euch am besten gleich zurück, wenn ihr 1 gegen 1 spielen müsst. Oder gegen 2 hier spielen müsst. So. 1 gegen 1 nicht, aber 1 gegen 2. So, währenddessen komme ich jetzt hier von unten. Also die Rekruten, wie ihr seht, hier jetzt, ne, wie lange die Animation dauert vom Wurf, Molotow-Wurf, den habe ich jetzt abgebrochen, weil er sich halt noch bewegt hat, jetzt nochmal. Er macht 10 Schaden pro Sekunde, Molotow. Sagt euch jetzt vielleicht nichts. Aber er macht schon eine ganze Menge Schaden pro Sekunde. Also bewegt euch möglichst, auch wenn ihr Deutsche spielt, aus diesem Molotow-Wurf raus. Denn die Animation dafür, also die Wurfanimation dauert sehr lange und da hat man die Möglichkeit, sich schnell rauszubewegen. So, ich habe mich jetzt entschieden, jetzt schon nach 3 Minuten, also knapp 4 Minuten, kommen die Stoßtruppen. Und wie die verheerend wirken, das können wir jetzt auch gleich sehen. Denn die kommen mir gleich nach unten und erobern da den Sektor. Zu den Stoßtruppen, die sind in der Bewegung recht ungenau im Zielen, auch aufgrund der PP-Schar. Deswegen solltet ihr beim Kämpfen euch nicht bewegen mit den Schocks, dann habt ihr eine höhere Treffsicherheit. So, und wie ihr sehen könnt, also den oberen Teil habe ich jetzt unter Kontrolle und am unteren hat der Deutsche ganz gut gegengehalten am Anfang, dadurch hat er das jetzt noch. Aber besonders bei Anfängerspielen kommt es halt vor, dass die komplett überrannt werden von den Schocks. Da ist so ein Spiel gerne mal nach
8 Minuten vorbei. Ja, das ist irgendwie auch die richtige Wahl. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit des Deutschen, gegen diesen Spam gegenzuhalten am Anfang mit Ist den jetzt unter unserer MG. Kontrolle. Tja, und gegen diese Schocks, da kann man eigentlich auch nicht besonders viel machen als Deutscher. Also gegen die Stoßtruppen. Umgangssprachlich Schocks. Einfach auf Englisch. Ja, das ist schwer zu handeln. Da braucht man schon einen Scharfschützen oder sowas. Genossen! So, jetzt hier wieder der Molotow. Nicht gesehen vom Gegenspieler. Und verwendet eure Stoßtruppen auch immer zum Kämpfen und weniger zum Cappen. Denn im Kampf sind sie halt sehr, sehr effektiv und zum Cappen könnt ihr immer noch die Rekruten verwenden. So, jetzt seht ihr hier, wie die hier die Grenadiere niedermähen. Und ihr seht schon, ich habe alle drei Siegpunkte. Der Deutsche hat diesem Schocks hier nichts entgegenzusetzen. So, meine Pioniere bauen jetzt das erste Gebäude. Beziehungsweise das zweite, denn das ist das T2-Gebäude. Es gibt verschiedene Taktiken. Es gibt auch eine Taktik, gleich am Anfang Gebäude zu bauen. Das ist allerdings nicht meine Lieblingstaktik, muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn dadurch geht am Anfang die Capping Power verloren und die Russen brauchen länger ein Gebäude zu bauen als die Deutschen. Deshalb am Anfang nicht so mein Ding. Ich habe jetzt hier ein T2 gebaut, also im T1. Also bei den Russen ist das alles ganz anders. Bei den Deutschen haben wir im ersten Gebäude so ziemlich alle Infanterietruppen von Gardist, sag ich schon, Grenadier über MG, Mörser und Sniper. Scharfschütze haben wir hier jetzt die möglichen nur folgende Möglichkeiten. Also im T1 Gebäude, das wäre das hier. Können wir einen Scharfschützen, einen Scout-Car und diese Strafbataillone ausbilden? Strafbataillone sind etwas stärkere Infanterie, kosten allerdings auch 360 Manpower und können mit einem Flammenwerfer ausgerüstet werden. Und in dem T2 haben wir jetzt hier die Möglichkeit, ein schweres MG zu bauen, einen Mörser und eine Pak. Wieder Ich habe auch vollständig. hauptsächlich deshalb das T2 gebaut, weil ich hier eine Pak-Fähigkeit habe, die ich nutzen möchte. Also, wenn ihr einen Kommandanten wählt, wie ich zum Beispiel jetzt, der eine Pack hat, also eine Packmöglichkeit, dann baut auch eine Pack. Nutzt die Vorteile des Kommandanten so gut wie möglich. Und so, möglichst so, dass alle genutzt werden können. Das ist in der Doktrin auch nicht so ganz einfach, weil es hier zwei Panzer gibt, die man bauen kann. Also, man hat es bei den Russen, Sowjets oft, dass man verschiedene Panzer noch bauen kann. Also mit den Kommandanten. Als Kommandantenfähigkeit Panzer hat, weil die russischen Panzer im T3-Gebäude sehr schwach sind und also nicht gegen die TR-3-Panzer der Deutschen anhalten können. Das ist auch ein guter Konter gegen die Schocks. Denn die Schocks haben keine Panzerabwehr, deshalb macht es sich ganz gut, wenn man dann so ein gepanzertes Fahrzeug bringt. Aber dafür haben die Rekruten ja hier diese Panzerabwehrgranaten, die ich jetzt auch noch erforsche. Ich habe also jetzt erforscht Molotow und das Feldkrankenhaus zum Schluss jetzt, nachdem ich die Schocks gebracht habe. Wann ihr das bringt, müsst ihr wissen. Ja, das war ein bisschen blöd. Ich dachte, jetzt wird die Panzerabwehrgranate noch rechtzeitig fertig. Ist sie allerdings nicht. So, jetzt sichere ich schon den Cutoff und der Deutsche hat kaum Map Control. Ne? Das ist tödlich für den Deutschen. Er braucht Sprit für alles Mögliche, für Panzer besonders. Aber nichts da. So, ich baue momentan noch nichts. Ist okay. Das Flamer-Car, das hat er gut gemacht, das mit einem Flamer auszurüsten. Denn hier seht ihr die Schocks, ne? Die haben nur eine Granate und eine Rauchgranate. Und nichts zur Panzerabwehr, deshalb müssen die zurück. Gegen sowas wären natürlich Gardisten super. Gardisten haben Gewehre dabei, und zwar so eine Panzerbüchse, diese Gewehre durchschlagen auch leichte Panzerung und zerstören leicht mal so ein Halbkettenfahrzeug von den Deutschen. Das gehört jetzt.
Sollte man nicht unterschätzen. Der Feind verübt Übergriffe auf unser Territorium. Genosse gefallen! Ah, das ist blöd, dass ich hier wegrenne. Da kann ich natürlich nichts machen. Hier muss der zurückziehen, ja. Und jetzt hat er auch Panzergrenadiere. Dann wird es schon schwieriger für mich. MG hinten. Macht er gut. Hält gut dagegen. Also das ist so nicht unüblich. Und besonders nicht auf der Map, dass der Deutsche sich die Map zurückerobern muss. Und das läuft mit Fahrzeugen schon ganz gut. Sollte er Gardisten haben, ist es für den Deutschen nicht ganz so schwer. Wie mit den Schocks jetzt hier, weil er dann mehr mit der Infanterie machen kann. Aber durch die Stoßtruppen blocke ich ihm quasi seine komplette Infanterie weg. So, ich habe auch gleich eine Pack gebaut. Auch wenn die Fähigkeit hier, die Tarnfähigkeit, noch nicht nutzen kann. Eine Pack ist immer gut. Ich hätte jetzt natürlich auch einen T3 und einen T34 bringen können. Allerdings ist das erstmal nicht nötig und der T34 ist irgendwann überflüssig. Außerdem habe ich nicht genug Manpower hier. Gut, hätte ich statt der Pack machen können. Also ein T3, das wäre dann, Moment, wo ist das, dieses Gebäude, das beinhaltet T34, 76 wohlgemerkt, einen T70 und noch einen Halbketten, ich weiß nicht, ob es ein Halbkettenfahrzeug ist, nee, ist glaube ich nur ein Scout-Car, ein größeres, als im T1, dass man auch mit einer Flak aufrüsten kann, also zur Anti-Infanterie-Waffe. Machen kann, zu mobilen MG, wenn man so will. Ja, der T34 hat den großen Nachteil, dass er dem Panzer 4 halt komplett unterlegen ist. Aber in solchen Situationen, wo der Deutsche fast überhaupt keinen Sprit hat, könnt ihr das machen. Besonders wenn er ein Halbkettenfahrzeug gebaut hat, das sind ja dann nochmal ein bisschen, ist ja nochmal ein bisschen Sprit mehr, den er da opfert. Aber so nehme ich mir die Pack. Und damit ist die. Das Halbkettenfahrzeug auch erstmal abgeschreckt. Das MG, hier kommt das Halbkettenfahrzeug. Hat sich jetzt auch einen Motorschaden gefangen, dadurch, dass ich eine Granate draufgeschmissen habe. Und jetzt wird es für ihn sehr, sehr schwer wegzukommen. So, hier unten, die Panzergrenadiere mähen selbstverständlich meine Truppen weg. Der muss zurück. Der ist tot. Ja. Der muss zurück. Ja, mit der Pack das Halbkettenfahrzeug zerstört, das hier irgendwo gestanden hat. Hallo? Hier irgendwo. Ja, jetzt könnt ihr wieder cappen gehen. So, hier oben hat er einen Bunker hingebaut. Einfach, um mich vom Sprit fernzuhalten. Aber nicht sehr effektiv, wenn ich eine Pack habe. Oder halt einen Panzer, die ich schon hätte bringen können. Schon immerhin 140 Sprit. In diesem Fall mache ich halt den Bunker mit der Pack fertig. So, ihr cappen und nicht rumstehen. Guckt immer hier auf eure Einheiten. Wenn die Einheiten eine Uhr haben, sind sie entweder beim Cappen oder nicht beschäftigt. Und im Idealfall macht jede Infanterieeinheit irgendwas. Jetzt könnte ich meine Pack tarnen. Ich habe jetzt 5 Kommandopunkte erhalten. So, hier hat der Deutsche auch keine Chance. Da kann er sich gleich mit beiden zurückziehen. Macht er auch. Und mit den Schocks immer schön stehen bleiben, dann macht man den meisten Schaden. Anders als die Panzergrenadiere, die haben den Vorteil, sie können auch im Laufen genauso akkurat schießen wie im Stehen. Oder in einem Ruhezustand. So, jetzt ziehe ich das T4 hoch. Wie gesagt, T1 und T3 habe ich übersprungen. T2, also das, und T3 ist auch eine gute Kombination. Also eine Pack und ein T34, so. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Im T3 habt ihr den T34, D70, T70, Moment, bin ich jetzt doof? Ja, T70, T34 und das Scout Car. Und, ja, genau, die drei Sachen.
Also der T-34 plus eine Pack, der kommt auch gegen den Panzer 4 an. Allerdings muss man dann den T-34 sehr, sehr passiv spielen. In dem Fall hätte ich sogar einen T-34 bringen können, denn der Gegner hat sehr wenig Sprit bekommen in der letzten Zeit. Entschuldigung. Ja, also das wäre möglich gewesen. So, jetzt hier sieht man, wie gut wie die Panzergrenzen meinen Rekruten-Infanterietrupp hier niedermähen. Also, das ist für ihn recht einfach. Hier treffe ich aufs MG. Jo, hier kommt nochmal ein Artilleriesperrfeuer drauf. Brandartillerie. Anti-Infanterie. Sehr effektiv. Hilft allerdings nur dann, wenn auch stationäre Einheiten da stehen, wie ein MG oder eine Pack oder so. Da sind die dann super, weil die sich nicht so schnell wegbewegen können und dann gut und gerne verbrennen. So, ich habe das T4 gebaut und bringe auch gleich eine Su-85, denn wir können bauen. Katjuscha, also ein Raketenwerfer. Eine selbstfallerfette Su-76M, so eine Anti-Infanterie-Panzer mehr. So ein fahrbares Artilleriegeschütz. Und die Su-85, das ist dieser Jagdpanzer. Also die Jagdpanzer haben den Vorteil, sie können, wie man für diesen Button hier, eine konzentrierte Sicht nach vorn machen. Haben also eine erhöhte Reichweite, sehen viel weiter als mit der konzentrierten Sicht nach vorne, sehr, sehr weit. Und können auch wesentlich weiter schießen als ein Panzer 4 oder ein Panther oder halt andere Panzer. Ausnahme natürlich der Elefant, der hat so die höchste Reichweite. Oh, das könnte Funken werden. Na, schade. Ja, jetzt nimmt er hier wieder ein, das ist nicht so schlimm. Aber die Su, ganz, ganz doll wichtig. Fahrt mit der Su nicht unnütz nach vorn. Das ist ein Anti. Das ist quasi eine mobile Pack. Ja. Eine Pack auf Ketten, wenn man so will. Die darf man auf keinen Fall zu nah an andere Panzer heranführen. Dann wird man einfach umrundet mit den Panzern und dann ist Schluss. So, ist das MG jetzt getötet worden? Nein, leider nicht. Ich dachte. Aber es geht eigentlich nicht. Jetzt kommt hier auch irgendwas. Okay, ja. Ein Flugzeug von ihm. Das hier Anti-Infanterie-Flugzeug. Sehr unangenehm. Ja, ich habe jetzt hier also in der Mitte eine gute Anti-Panzer-Abwehr aufgebaut. Das sieht auch ganz gut aus. Hier der Molotow, den er leider sieht. Jetzt nagelt mich das Flugzeug wieder fest. Da muss ich zurück. Kleiner Leck. Ah, zurück. Ich habe zwar noch 5 Leute, aber der Lebensbalken ist fast runter. Und hier unten habe ich auch noch welche gehabt. Die können ja gleich wieder den Cut-off nehmen. Und da kommt wieder das Flugzeug. Das ist echt ätzend, dieses Ding. Kann man nichts gegen machen. Luftabwehr habe ich, glaube ich, gar nicht als Russe. Ah, doch, ich glaube, dieses T3 Scout-Car mit der Flak drauf. Das Anti-Flugzeug. Aber ist jetzt hier nicht nötig. So, jetzt sieht er auch meine Su. Ich habe ja immerhin geschossen mit dem Ding. Jetzt wieder. Also gegen Infanterie kann das Ding gar nichts, ne? Dafür aber gegen Panzer umso mehr. Bring noch mehr Stoßtruppen. Denn ich weiß nicht, was ich momentan noch bauen soll. Ich könnte noch einen zweiten Panzer bauen, ja. Das wäre möglich. Aber ganz ehrlich, in der Situation wäre ein T-34 ganz angebracht gewesen. Aber als mobile Panzer kann ich auch noch auf einen IS-2 oder einen KV-8 Flammenpanzer warten. Der Flammenpanzer ist auch, also gegen Infanterie, ein super Teil, ne? Hält zwar nicht so besonders viel aus, ist quasi ein KV-1 mit Flammenwerfer, aber macht verdammt viel Schaden gegen Infanterie. Ja, mit der Su kann ich nicht viel machen, die muss hier stehen. Die Pack habe ich getarnt hier. Jetzt ist sie aufgeklärt, wenn sie schießt, wird sie natürlich aufgeklärt.
So, hier oben die Stoßtruppen, da müssen die Pios weg. Hier unten, ja, jetzt hat die Zuma einen getötet. Da wird es dann schon schwierig für den Deutschen, da noch gegenzuhalten. Zumal jetzt die Pakt, der Panzer und der Infanterietrupp Wett 2. Also der hält noch ein bisschen mehr aus, deswegen wäre der hier schon fast tot. Oh, Artillerie. Er muss weg, er muss weg. Hab ich mich schon gewundert, wo kommt denn jetzt hier bitte ein Luftangriff? Ah, der hat nichts bewirkt. Nicht geschossen. Ich könnte noch eine Pakt bringen, theoretisch. Ich könnte alles Mögliche noch bringen. Wenn ich die Manpower habe, natürlich. Dauert noch. So, die müssen auch nicht beide auf eine Dings hucken, glucken. Die müssen sich auch bewegen. Kommt wieder dieses blöde Flugzeug. Jetzt habe ich gerade zum ersten Mal gesehen, dass das Flugzeug sogar eine Tarnung hat. Eine Tarnfarbe. So, den verliert er. Ja. So, jetzt habe ich genug Kommandopunkte für den KV-8. Könnt ihr ihn auch direkt bringen. Mache ich aber nicht, denn hier unten steht ein Panther. Ist eine gute Idee, sehr gute Idee. Vom deutschen Spielern Panther zu bringen. Denn, ja, gegen einen Panther kann ja auch der Stoßtruppen nichts machen hier. Aber ich stehe halt in der Mitte sehr gut. Jetzt greift er mit der Infanterie meine Pack an. Hat die auch erledigt. Das geht ja recht schnell. Die muss wieder besetzt werden. Am besten hier durch die Pioniere. Denn die Pioniere sind eine billige Einheit. Die können mal eben die Pack wieder besetzen. Den letzten ziehe ich zurück. Dann wird die Pack wieder ausgerichtet, getarnt und fertig ist die Lauge. Allerdings würde die Pack dann ihren Wett verlieren, den sie schon gehabt hätte. Ich weiß gar nicht, ob sie einen hatte, ich glaube nicht. So, hier oben halten die Schocks die Stellung. Hier kommt eine Panzerabwehrgranate auf den Panther mit Motorschaden jetzt. Wett 3, der muss raus, aber den verliere ich. Schade, sehr, sehr schade. Aber gegen zwei Panzergrenadiere habe ich natürlich keine Chance. Bin mal gespannt, ob der jetzt in die Mitte kommt, der Panther. Ich habe mir schon im Fall einer Flanke von hier unten, denn der Panther stand ja zuletzt hier, wenn er hier lang fährt, die Su schon anders hingestellt. Denn die sollte möglichst nichts von der Seite bekommen. Okay. Der Panther steht hier unten. Werde ich erstmal nichts machen. Die Punkte sprechen für mich. Es sind nur noch 54 übrig. Da brauche ich eigentlich nichts zu machen. Gut, hier unten wird jetzt gekappt. Da kann ich nochmal mit den Stoßtruppen runter. Mache ich auch. Ja, und ansonsten kommt er hier in der Mitte nicht durch. Dann gegen Pack. Dann Su 85. Und ich spare gerade auf den IS-2. Also kommt der noch, dann ist hier sowieso Schluss. Denn Panther gegen IS-2. Der Panther kann zwar gewinnen, ist aber allerdings recht schwierig. Der IS-2 ist auch mehr so ein Anti-Infanterie-Panzer. Also der macht Hackfleisch aus Infanterie. Extrem Hackfleisch. Oh, die Pack hat gut getroffen. Die Pack der Russen, ganz, ganz doll wichtig, hat hier diese Fähigkeit. Leichtes Artilleriesperrfeuer. Und wie wir gerade gesehen haben, das vernichtet so einen Trupp mal eben. Oder zumindest fast den kompletten Trupp. Und jetzt kommt auch der IS-2 noch aufs Schlachtfeld. Und, ja. Da oben ist der Panther, der sich jetzt dreisterweise vorgewagt hat. Und da könnte sich die Pack auch mal drehen, aber im getarnten Modus ist sie sehr leicht. Ist sie sehr schwer zu bewegen. So, auch das Panzer-Micro, ganz wichtig. Wenn ihr eine Su drehen wollt, dann fahrt mit ihr rückwärts. Und macht diese blöde Sicht aus. Ich habe die Sicht noch an, das ist blöd. Wenn sie diese Weitsicht anhat, ist sie langsamer. Ich habe das nicht gecheckt, aber der IS-2 steht ja auch noch da. So, jetzt ist das
Replay zu Ende. Ja, der hätte hier, ne? Konzentrierte sich beenden, dann fährt die Su wieder schneller und beim Drehen der Su immer rückwärts eine Kurve fahren, dann dreht sie wesentlich schneller. Aber gegen IS-2 und Su-85 hätte er eh keine Chance gehabt, aber sein Ticker ist jetzt auf 0 und damit ist das Spiel beendet. Ja, das ist also so ein typisches Eröffnungsspiel der Russen, das heißt typisches, ist jetzt natürlich auch spezifisch für die Kommandant gewesen. Aber die russische Spielweise wird sehr stark vom Kommandanten beeinflusst, noch stärker als die der Deutschen. Eben aufgrund der Infanterie und der Panzer, die individuell ins Spiel gebracht werden können. Die Deutschen haben nicht, die haben ja bloß zwei Panzer, zwei Bonuspanzer für Kommandanten, Tiger und Elefant. Und die Russen haben da halt wirklich vielen, also KV-1, KV-2, IS-2, KV-8, ISU 152. Also das sind eine ganze Menge Panzer, die da von den Russen per Kommandanten, teilweise auch nur Premium-Kommandanten, also für die für Geld erhältlich sind, nur als solche zur Verfügung stehen. Aber ja. Also ein sehr individuelles Spiel, je nach Taktik. Und ihr habt gesehen, ich habe so ziemlich alles genutzt, bis auf den Flammenpanzer KV-8. Der wäre zwar auch ganz ansehnlich gewesen. Ja, der hat vorne so eine Flammenkanone drauf. Der kann auch hin und her wechseln zwischen normaler Kanone und Flammenkanone ist allerdings nicht so stark wie ein KV-1, auch wenn er die Wanne und den Turm des KV-1 hat. Die Kanone ist eine ganz schwache Kanone und die kann auch gegen den Panzer 4 nichts machen. Die ist lediglich da, um Scout-Cars, Halbkettenfahrzeuge zu vernichten. Da macht sie immerhin noch genug Durchschlag. Ja, ihr seht auch an meinen Ressourcen, ne? 112 Treibstoff habe ich noch. Ich hätte noch einen Panzer bringen können, wenn die Manpower noch ein bisschen höher wäre. Aber das dauert ja nicht allzu lange. Der Deutsche hat trotz, dass er Opel Blitz gespielt hat, also Ressourcenbonus bekommt, hat hier einen OP gebaut, hat einen Operationspunkt. Hier habe ich auch eingebaut, aber eher und, ne? Nicht genug Sprit bekommen, um noch einen vernünftigen Panzer rauszubringen. Er wollte noch einen Panther bauen, aber die Map Control hat es ihm einfach verboten und das ist die Stärke der Russen und die muss man richtig ausspielen und dann hat man den Gegner auch in der Hand. Je kleiner die Map ist, desto besser für die Russen. Das ist nur eine der kleineren Maps. Die ist auch wirklich sehr übersichtlich und da haben die Russen wirklich leichtes Spiel. Also wenn sie richtig gespielt werden, dann ist das schon sehr, sehr schwer. Ich hätte auch gedacht, dass der Gegner einen Panzer 4 bringt oder so, aber das würde jetzt eher in Analyse ausarten. Ja, also das soll es vom Standardaufbau der Russen gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, euch so ein paar Einblicke in die russische Spielweise gewährt. Falls ihr noch Fragen habt oder sonstiges, meldet euch gern bei mir, lasst auch ein paar Kommentare da. Freue mich über jede Kritik am Spiel, also an meinem Spiel und an den Videos natürlich. Und auch über das Spiel, selbstverständlich, könnt ihr auch diskutieren. Lasst Kommentar da, ansonsten auch einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, je nachdem. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf dem Schlachtfeld und ich hoffe, ihr konntet was aus diesem Tutorial lernen. Macht's gut, bis bald.